Wir befinden uns ja in der Hansestadt Lübeck und da gibt es viele Kaufleute und mich würde interessieren, was sind für Sie Kosten? Kosten des alltäglichen Lebens? Wie? Einfach, wie Sie es definieren würden. Notwendigkeiten. Notwendigkeiten, okay, danke. Wenn Sie an den Begriff Kosten denken, was verbinden Sie damit? Kosten, Leistung. Ich habe eine ganz einfache Frage, ist nichts Schlimmes. Was sind denn Kosten? Kosten? Das, was man ausgibt. Nun, wenn man zum Beispiel in den Laden geht und sich was kauft, dann ist es das, was man ausgibt für sich oder auch vielleicht für andere, sind dann die Kosten für einen. Was sind denn Kosten? Geldausgaben. Geldausgaben, ganz einfach. Was verstehen Sie unter dem Begriff Kosten? Kosten? Ich habe vorhin gekostet, mein Frühstück. Ne? Ja, Kosten explodieren. Zweiter Gedanke. Neue Dinge werden vorgeführt. Auto, Elektro, kaufe ein Auto, kriegst du, sparst du. Die Kosten damit in Verbindung. Sie müssen Miete zahlen für Ihre Akkus. Ja. Das sind Kosten, die explodieren. Werbung verspricht wenig Kosten. Schauen Sie Fußball, zahlen Sie 30. Schauen Sie Sky, schauen Sie 20, zahlen Sie 20. Wow, so viel kann man gar nicht an Kosten vermeiden, wenn man interessiert ist. Punkt. Hallo meine Damen und Herren. Mein Name ist Stefan Haugrund. Ich freue mich sehr, dass Sie sich diesen Trailer für den MOOC Einführung in die Kosten- und Leistungsrechnung anschauen. So legt diese Tatsache doch die Vermutung nahe, dass Sie Interesse an der Kosten- und Leistungsrechnung haben. Ich kann Ihnen nur sagen, toller Ansatz, machen Sie weiter. Warum? Nun, Sie haben selbst sicherlich schon oft genug gemerkt, egal wo Sie in einem Unternehmen arbeiten, das Thema Kosten spielt immer eine gewichtige Rolle. Doch wie werden Kosten für einzelne Leistungen, Produkte, Unternehmensbereiche oder das ganze Unternehmen überhaupt ermittelt? Was bedeuten so Begriffe wie kalkulatorische Kosten, Handelsspanne, fixe Kosten, variable Kosten, Deckungsbeitrag, Teilkostenrechnung und Break-Even-Point? Und was sind Kosten eigentlich genau? Was kostet es das Unternehmen, wenn ein Mitarbeiter mit dem Firmen-LKW an die Tankstelle fährt und für 80 Euro tankt? Eine scheinbar lapidare Frage. Aber wenn Sie in Ihrer gedanklichen Antwort nun die 80 Euro für den Treibstoff als Kosten mit eingerechnet haben, so liegen Sie leider falsch. Warum? Diese und viele weitere Fragen beantworte ich Ihnen gerne im MOOC Einführung in die Kosten- und Leistungsrechnung. Im Rahmen von Videosequenzen bringe ich Ihnen die notwendige Theorie näher. In ergänzenden Videos bearbeiten wir Übungsaufgaben, die Ihnen die Anwendung der theoretischen Kenntnisse erleichtern werden. Am Ende haben Sie die Möglichkeit, an einer Klausur teilzunehmen. Dadurch kann Ihnen die Hochschule Lübeck Ihr hinzugewonnenes Wissen in Form eines Zertifikats bestätigen. Der Leistungsumfang entspricht 5 ECTS. Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse an der Kosten- und Leistungsrechnung weiter ausbauen. Es würde mich sehr freuen, Sie als Teilnehmer im MOOC Einführung in die Kosten- und Leistungsrechnung begrüßen zu dürfen. Bis dann, Ihr Stefan Haugrund. Tschüss.